Herzlich willkommen zu einem neuen Gym-Vlog hier auf YouTube. Ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg ins Gym. Und zwar heute steht ein richtig, richtig cooles Training an, auf das ich mich sehr freue. Und zwar werde ich was ausprobieren, was ich so, glaube ich, ziemlich sicher auch noch nie gemacht habe. Ich bin hier nämlich gerade bei meinen Großeltern im Norddeutschland, Flensburg, und bin jetzt hier auf dem Weg schon in so ein Gym, direkt in der Nähe, das ist ganz cool. Da war ich auch schon mal, aber in der Zwischenzeit wurde das komplett umgebaut, also so neu gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht, vielleicht ein paar coole Maschinen. Und jetzt kann ich auch, also gut, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel oder so gelesen, was ich heute mache, aber heute wird es ein Ganzkörpertraining geben. Habe ich mir gedacht, passt gerade ganz gut so mit der Einteilung, wie ich jetzt hier bin. Und ich kann auch, glaube ich, nur jetzt einmal hier ins Gym gehen. Und da dachte ich, bei einmal ins Gym gehen, passt es ja eigentlich ganz gut, ein Ganzkörpertraining zu machen. Und ich hatte sowieso Lust, das mal auszuprobieren, da ich ein paar Videos von so Jordan Peters gesehen habe, JP. Und von dem habe ich mal so den Trainingsplan, den er da vorgestellt hat, kopiert. Kann ich später noch was dazu sagen. Aber dementsprechend gibt es heute ein Ganzkörpertraining. Und da geht es jetzt gleich los. Jetzt im Gym angekommen und als erste Übung gibt es jetzt hier eine Brustpresse. Ich bin jetzt hier irgendwie bei so leicht in kleinen Presse. Aufwärmsätze habe ich schon gemacht. Jetzt kommt der erste richtige Satz. Und mit erster richtiger Satz ist auch der einzige Satz gemeint. Also vom Trainingsplan sage ich später noch was dazu. Aber jetzt hier ist auch eine ganz andere Sache. Also ein Satz jetzt hier, der muss dann stimmen. Richtig, richtig gut. Perfekt. Als zweite Übung in diesem Ganzkörpertraining kommt auf jeden Fall eine Schulterpresse. Ich habe hier so eine Gym 80 Schulterpresse, so ein bisschen älter gefunden. Gibt natürlich viele Optionen. Ich hätte auch wahrscheinlich irgendeine andere Maschine nehmen können oder Kurzhanteln, auch eine gute Option. Oder dann der Multipresse, aber ich wollte hier mal die Maschine ausprobieren. Wie gesagt, ist jetzt auch nur so ein Training im Urlaub und das ist nicht mein Trainingsplan. Aber ein paar Aufwärmsätze habe ich schon gemacht, weil ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel Gewicht ich nehmen soll. Und jetzt dann der richtige Satz. Sehr, sehr gut. Jetzt als nächste Übung steht in diesem Plan, nachdem ich heute mal trainiere, eine Trizeps-Compound-Übung, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil das habe ich irgendwie nie so gemacht. Ich weiß auch nicht warum, weil irgendwie fühlt sich, ich habe es jetzt ein, zwei Mal ausprobiert, fühlt sich extrem gut und stimulativ für den Trizeps an, so eine Compound-Übung zu haben. Compound-Übung ist einfach so, das wären für den Trizeps dann Dips oder auch solche enges Bankdrücken oder so ja, Skull Crushers mäßig in der Multipresse. Also da gibt es so, wie nennt man das, JM Press oder ja, also gibt es ein paar Varianten. Ich mache jetzt hier diese Dip-Maschine, ein paar Aufwärmsätze schon gemacht und jetzt kommt hier wieder der einzige richtige Satz. Ganz cool mit so einem Beinpolster, ich glaube, das seht ihr gerade nicht, aber und sogar noch ein Gürtel, also hier ist man richtig, richtig stabil in der Maschine drin. Ich sag's euch, ich habe es ja früher auch nie gemacht, aber jetzt so die letzten Male, so eine Compound-Übung, also hier so wie Dips, wenn man die sich wirklich auf den Trizeps fokussiert, das fühlt sich so krass stimulativ an.
vor allem auch im Vergleich zu so einer Trizeps-Extension am Kabelturm. Deswegen schon coole Sache. Werde ich wahrscheinlich auch so in meinen Trainingsplan aufnehmen. Bin ich gerade noch ein bisschen am Überlegen. Habe ich im letzten Video ausführlicher besprochen. Dann noch so ein bisschen am Überlegen bin, was ich vielleicht anderes machen könnte. Weil ich Lust hatte, mal was Neues auszuprobieren. Jetzt haben wir die nächste Übung. Das nächste steht eine Übung mit Lat Bias an. Also einfach irgendeine Übung für den Lat. Ich mache hier jetzt heute mal so dieses enge Rudern unilateral, also ein Satz pro Seite. Gleich noch die, ja, logischerweise andere Seite, aber ein bisschen Pause dazwischen. Okay, bei so einer Latte-Übung ist jetzt nicht super anstrengend, aber vor allem, wenn ihr jetzt sowas wie Split Squats oder so macht, sollte man auf jeden Fall wieder genug Zeit lassen, bis man die andere Seite macht, sonst ja, hat man einfach nur eine schlechtere Leistung dann auf der zweiten Seite. Nächste Übung jetzt so eine mit Fokus auf den Upper Back. So steht es im Plan. Ich habe jetzt hier eine, die habe ich irgendwie auch gar nicht so oft gemacht. Also ich glaube erst einmal ausprobiert, die habe ich mal gesehen, aber wollte ich heute wieder machen. Ist so breites Rudern am Kabelturm, aber mit, wie würde man das nennen, mit recht viel Flexion in der Wirbelsäule. Also man geht so vor und nach hinten, um auch irgendwie so hinten am Rücken, wie heißt das, ich glaube Erektoren oder Rektoren oder so, den Muskel auch noch mit zu trainieren, kann man machen, muss man nicht machen, kann man genauso gut auch eine Tiba oder so machen oder wahrscheinlich besser, aber das wollte ich jetzt hier heute machen. Ja, also ich muss sagen, ihr habt vielleicht auch gesehen, so ganz in der Übung bin ich noch nicht drin. Wie gesagt, erst einmal gemacht, heute zum zweiten Mal. Dauert natürlich, bis man in so einem Setup besser drin ist. Aber ist vielleicht eine interessante Variante. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Wo war das? Bei Renaissance Periodization. Also Dr. Mike Israel. Zum Trainingsplan von heute. Und zwar mache ich ja Ganzkörper. Ich kann den Plan, den ich heute mal trainiere, auch hier einblenden. Muss aber dazu sagen, das ist 0,0 mein eigener Plan. Sondern den habe ich 1:1 in dem YouTube-Video. Blende ich hier auch mal ein, das YouTube-Video von Jordan Peters so gesehen. Der meinte, das sei so der beste Plan für die meisten Anfänger. Vielleicht zusammen mit einem Upper-Lower so. Einfach die Idee ist, sehr hochfrequent zu trainieren. Also wirklich, ja gut, bei einem Ganzkörpertraining trainiert man Pause und trainiert man schon wieder. Also jeden Muskel, jeden zweiten Tag zu trainieren, da kann man einfach relativ viel Progress in kurzer Zeit machen. Und deswegen habe ich den, also nicht, dass ich den Plan jetzt unbedingt mache. Wobei, ich spiele vielleicht mit dem Gedanken, muss ich wie gesagt noch schauen mit neuem Trainingsplan. Aber heute trainiere ich ihn mal. Und deswegen, da man eben so eine hohe Frequenz hat, braucht man auch nicht viele Sätze. Funktioniert auch gar nicht. Wenn du jetzt überlegst, ich will den ganzen Körper trainieren und will für jede Muskelgruppe irgendwie 5 Sätze machen, so, dann bist du halt 5 Stunden im Gym oder so. Deswegen gibt es jetzt hier einige Übungen, um natürlich die verschiedenen Muskelgruppen abzudecken. Ich glaube, in dem Plan sind 12 verschiedene Übungen, aber dafür halt eben immer nur mit einem Satz. Und so funktioniert das dann auch wieder, also das Zusammenspiel so aus Volumen und Frequenz. Und ist eigentlich auch ziemlich cool, nur so einen Satz zu haben. Also nicht, dass es jetzt irgendwie essentiell wäre und anders nicht geht, aber die Sache, wenn man nur einen einzigen Satz hat, dann ist der Fokus und die Konzentration eine ganz, ganz andere Liga, wenn man sich eben weiß, dass man
in diesem Satz wirklich alles rausholen musste. Ich sag mal, okay, was war das jetzt? Brust. Ich hatte nur einen Satz in der Brustpresse. Wer jetzt irgendwie 10 Sätze hat in dem Brusttraining, dann macht man vielleicht die ersten mal 5 Sätze oder so mal einfach so, mal schauen, locker, dies, das. Aber wenn du nur einen einzigen Satz hast für die gesamte Muskelgruppe und weißt, dass mit diesem einen einzigen Satz die Muskelgruppe auch richtig krass zum Wachsen kommen muss, dann packst du halt wirklich alles rein. Die Qualität ist maximal und dann kann man eben auch extrem viel rausholen aus so einem Satz. Denn wenn die Qualität stimmt, dann ist der Stimulus von so einem Satz einfach immens. Und das ist auch so eine coole Sache. Jetzt geht's aber weiter im Training. Als nächste Übung, eine für die seitliche Schulter. Also Schulterdrücken hatten wir schon. Jetzt hier noch zur Seite heben. Mache ich hier am Kabelturm. Eine Maschine habe ich kurz ausprobiert, aber die hat sich so falsch angefühlt. Deswegen am Kabelturm. Gibt es da sozusagen, könnte man rechnen, 2 Übungen für die Schulter. Also wie gesagt, ist nicht mein Plan, sondern der von Jordan Peters. Und der hat sich wahrscheinlich über die letzten 20 Jahre über diesen Plan Gedanken gemacht. Deswegen bin ich da auch nicht in der Position, irgendwas darüber zu sagen. Auf jeden Fall jetzt hier Einsatz seitheben jeweils pro Seite, weil ich es einseitig mache. Fühlt sich schon ein bisschen komisch an, muss ich sagen, so einen Satz nur zu machen. Jetzt hier vor allem beim Seitheben, aber egal, wird erledigt. Waren jetzt auch recht wenig Wiederholungen, ich glaube 5 oder so, aber kann man auch machen, wobei es dann schnell gefährlich wird, dass man ja nicht mehr so sauber arbeitet, aber ging jetzt, glaube ich, einigermaßen. Jetzt hier auch gleich wieder am Kabelturm eine Trizeps-Extension und da kann man schon sagen, dass sozusagen 2 Übungen für den Trizeps mit drin sind, also einmal die Dips, die mein Trizeps schon gut zerstört haben. Also der eine Satz, wie gesagt, wer da qualitativ arbeitet, wirklich versucht maximal das rauszuholen, dann ist ein Satz auch schon echt mega. Und jetzt hier noch Trizeps Extension. Ja, nee, mache ich auf jeden Fall. Wie gesagt, einfach der Plan, einfach dran halten. Klar wäre jetzt sowas langfristig, wenn ich den Plan jetzt so langfristig übernehmen würde, würde man den mit der Zeit natürlich so ein bisschen anpassen an seine eigene Regeneration und so weiter. Wobei es wichtig ist, das Volumen wirklich nicht zu erhöhen, weil sonst das Ganze nicht mehr so richtig funktioniert. Also ein bisschen abhängig, aber nehme ich auf jeden Fall so mit. Mein Trizeps ist jetzt eh nicht so stark, deswegen hier ganz gute Sache. Ja, also da hätte ich auf jeden Fall eins weniger im Gewicht nehmen sollen. Ich glaube, es waren jetzt 4 oder 5 Wiederholungen für Trizeps Extension. Ja, geht so. Vor allem, wenn ich so ein bisschen manchmal Probleme habe mit Trizeps. Also für die linke Seite gehe ich gleich ein bisschen runter mit dem Gewicht. Alles normal. Die Übung habe ich jetzt auch noch nie so gemacht. In dem Gym habe ich jetzt auch noch nie trainiert. Klar, dass man nicht beim ersten Mal das so das perfekte Gewicht rausbekommt. Aber umso wichtiger mitzuschreiben, dann kann man so, also gut, jetzt hier mitschreiben mache ich natürlich nicht, weil ich hier nicht wieder trainieren werde. Demnächst zumindest. Aber wenn du bei dir zu Hause trainierst, genauso mache ich es ja auch, immer mitschreiben, wie viele Wiederholungen man mit welchem Gewicht geschafft hat. Und so kann man sich Woche für Woche steigern, beziehungsweise wirklich kontrollieren, dass man sich steigert. Und ist dann auch so wie so ein kleines Spiel motivierend, dass man sich wirklich immer steigert. Und so baut man ja schließlich Muskeln auf. Jetzt hier eine Übung für den Bizeps, so isolierte Curls. Und zwar wollte ich unbedingt diese Maschine ausprobieren. Das ist so eine Art, ja, nicht ganz Preacher Curl Maschine, aber irgendwie so über dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was der genaue Name ist. Eigentlich, also ich habe jetzt hier schon 2, 3 Aufwärmsätze gemacht, um so ein bisschen zu schauen, bei welchem Gewicht ich dann für den einen Arbeitssatz lande. Ja, mal schauen, wie gut ich das gleich getroffen habe, aber fühlt sich richtig gut an und ist eine Hammerstrings-Maschine, also ein bisschen schade, dass ich die zu Hause nicht habe, weil zu Hause habe ich eigentlich in meinem Gym, viele Hammerstrings-Maschinen, die hier nicht, aber kommt richtig, richtig gut, also zumindest in den Aufwärmsätzen, jetzt hier mal
richtiger Satz. Mache ich aber auch einseitig, um mich so ein bisschen besser positionieren zu können und dann auf die eine Seite zu fokussieren. Etwas schwerer als gedacht. Ich glaube, 4 Wiederholungen waren das nur. Das ist so ein bisschen... Ja, also es geht schon. Ist schon okay, aber bei Bizeps würde ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr machen. Grundsätzlich niedrigere Wiederholungen haben so ein bisschen den Vorteil natürlich, dass man weniger Ermüdung ansammelt, aber gleich viel Stimulus setzt, also im Endeffekt dann besser Muskel aufbaut. Man muss natürlich aber nicht zu... Also was mit niedrigen Wiederholungen meine ich wahrscheinlich irgendwie so 4-6, 6-8 oder so. Je nachdem, wie man das dann klassifizieren will. Aber zu niedrig ist natürlich so ganz bisschen, je nach Übung, mit Verletzungsgefahr, höherer Verletzungsgefahr einhergehend. Deswegen, ja, 4 Wiederholungen ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Bei Bizeps Curls wäre ich lieber so 6-7 oder so. Je nachdem, ist natürlich auch vollkommen abhängig davon, wie fühlt man sich an dem einen Tag, wie fühlt man sich bei der Maschine. Da einfach ein bisschen nach ja, so Bauchgefühl auch gehen. Und lieber ein paar Wiederholungen mehr, als sich irgendwann mal verletzen. Das kostet auf jeden Fall dann viel Fortschritt. Ah doch, dann gehe ich hier auch runter, wenn ich das schon so sage. Jetzt als nächste Übung, seht ihr gleich, ist hier die Beinbeugermaschine, liegende Beinbeugermaschine, ist die einzige Beinbeugermaschine hier. Auf jeden Fall, Beine stehen ja auch noch mit an, ist jetzt das letzte, also Oberkörper jetzt soweit mal fertig und ja gut, ist jetzt auch offensichtlich, Ganzkörper bedeutet den ganzen Körper, dementsprechend auch die Beine und da kommt jetzt erstmal eine Übung für den Beinbeuger. Hier so eine Beinbeugermaschine, wahrscheinlich, also klar, wenn man ein Ganzkörpertraining macht, hat man höchstwahrscheinlich auch verschiedene Tage, also Training A, Training B, Training C, Training D wahrscheinlich sogar noch. Also ich glaube, das war von JP so angesehen, 4 Trainingstage, kommt aber auch ein bisschen drauf an, wenn man jetzt nicht genug Equipment hat, um wirklich bei jedem der 4 Trainingstage eine andere Übung jeweils zu wählen, dann ja lieber weniger. Aber ja, genau, das wollte ich sagen. Muss nicht immer Beinbeugermaschine sein, sondern eine Kreuzhebe-Variante ist da auch gut. Wahrscheinlich dann so abwechselnd A und dann A und C-Variante Training. Das Trainings wäre dann vielleicht einmal liegender Beinbeuger, einmal sitzender Beinbeuger. Und dann beim B- und D-Training wäre dann zum Beispiel einmal rumänisches Kreuzheben und einmal Stiff-Leg-Deadlifts oder so. Ja, kann man hier und so gestalten, aber heute auf jeden Fall ja, liegende Beinbeuger. Da jetzt ein paar Aufwärmsätze schon gemacht und jetzt wieder der eine richtige Satz. Als nächstes im Plan steht eine Quad-Compound-Übung, also irgend so eine Art Squat-Bewegung, Beinpresse oder so. Ich bin jetzt hier tatsächlich bei Bulgarian Split Squats mit den Kurzhanteln gelandet. Jetzt habe ich so ein bisschen umgeschaut, okay, es gäbe auch noch eine Beinpresse. Alles die ich zu Hause habe, da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf, die fühle ich irgendwie nicht ganz so. Gab es noch so eine Art liegende Hack-Squat. Sah aber auch nicht so wahnsinnig gut aus. Dann wollte ich eigentlich Multipresse machen. So Art Hack-Squat in der Multipresse oder Split-Squats in der Multipresse. Sehr, sehr cool. Allerdings ist die Multipresse hier so eine, die sich auch so dreidimensional im Raum bewegen kann. Fühle ich irgendwie nicht ganz so. Deswegen heute einfach mal mit Kurzhanteln Split-Squats. Sind ja auch nur ein Satz. Bisschen Aufwärmen habe ich schon gemacht. Gewicht sollte jetzt passen, beziehungsweise ist ordentlich schwer wahrscheinlich. Und da kommt jetzt der Satz. Hier aber wirklich zwischen den beiden Seiten eine ordentliche Pause, damit man nicht zu viel Leistung verliert. Ja.
Ja. Perfekt. Muss aber sagen, wahrscheinlich hat man das auch auf dem Video gesehen. Ich war da nicht ganz so stabil. Macht doch Sinn, ich habe jetzt echt lange nichts mehr so freie Übungen gemacht mäßig. Ich darf die runterfallen. Keine freie Übung gemacht. Dementsprechend braucht man wahrscheinlich ein, zwei Einheiten, um sich da wieder ans Stabilisieren zu gewöhnen. Sonst haben wir natürlich super Optionen. Gibt wie immer viele Optionen. Aber man muss halt schauen, wie jetzt hier zum Beispiel, was man so machen kann. Freie Squats wären auch eine Möglichkeit, je nachdem, wie gut die einem persönlich liegen. Aber ja, auch nicht so entscheidend. Gibt ja, man macht eh das, worauf man dann am meisten Bock hat, was sich für einen am besten anfühlt, was man eben ja logischerweise zur Verfügung hat. So vom Gefühl her würde ich sagen, geht es auch oder ist es jetzt gerade auch ordentlich auf Po gegangen und auch die Adduktoren habe ich auch irgendwie krass gespürt. Also ist dann doch immer mehr beteiligt, als man denkt. Oder was heißt, als man denkt? Kann man sicher denken, beziehungsweise kann man einfach wissen, dass da mehr Muskelgruppen beteiligt sind. Kann man natürlich leicht den Fokus verschieben, nachdem wie weit man den Fuß nach vorne gibt, nachdem wie man den Oberkörper sich lehnt. Also ich glaube, wenn den Oberkörper mehr nach vorne lehnt, Fuß mehr nach vorne gibt, hätte man noch mehr Po. Fuß ein bisschen weiter nach hinten macht, also mehr Flexion im Kniegelenk hat, hat man ein bisschen mehr Quads, wie auch immer. Jetzt kommt noch als nächste Übung gleich ein Beinstrecker, also auch nochmal für die Quads. So. Letzte Übung vom gesamten Training. Also eine Übung steht noch an und zwar Wadenheben einfach. Beine sind jetzt mehr als genug fertig. Also mit einer Beinbeuger-Variante und einer Quad, nein, sogar zwei, einer Quad-Compound-Übung und dann noch den Beinstrecker. Was krank ist, also ich habe einen Satz Beinbeuge gemacht und zwei Sätze Quads sind schon gut fertig. Auf jeden Fall steht jetzt auch noch ein, ja genau, natürlich ein grandioser Satz Wadenheben an. Ein paar Aufwärmsätze habe ich schon gemacht. Hier in der Maschine stehendes Wadenheben haben wir hier. Ja, und da gibt es jetzt auch einen Satz und dann ist das Training auch mal fertig. Ich bin gespannt, ich habe bis jetzt gar nicht so auf die Uhr geschaut. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das Ganze so gedauert hat, weil hat sich irgendwie schon lange angefühlt, aber irgendwie kann auch sein, dass es schnell umging. Also schaue ich gleich mal. Training ist um, war eine richtig gute Einheit. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ging dann tatsächlich 2 Stunden,
Allerdings muss ich dazu sagen, ich war das erste Mal in dem Gym. Ich hatte keine Ahnung, welche Maschinen ich da jetzt oder welche Übungen ich auswählen sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Gewicht ich bei den Übungen brauche, weswegen ich oftmals 3-4 Aufwärmsätze gemacht habe, um mich so ans Gewicht ranzutasten. Das heißt, ich bin eigentlich relativ sicher, dass ich das so normalerweise, wenn er sich da erstmal eingespielt hätte, so in 60 bis 90 Minuten durchbekommen hätte, also 1 bis 1,5 Stunden. Und das ist eigentlich eine ganz solide Sache. Und jetzt so, ein Fazit zum Ganzkörpertraining kann ich natürlich nicht geben, weil eine Sache einmal auszuprobieren ist gar nichts. Selbst wenn ich jetzt einen Monat danach trainieren würde, ist das gar nichts. Also das muss man, 3 Monate, 6 Monate, ein Jahr ausprobieren, um da wirklich ein Fazit dazu geben zu können. Aber bis jetzt hat es sich ganz gut angefühlt. Es ist krass zu denken, wie viele Übungen ich gemacht habe. Also für jede Muskelgruppe eine Übung und das in so kurzer Zeit dann doch irgendwie durchbekommen, ist echt wild. Eine Sache, die so ein bisschen nicht ganz so cool ist, ist, man hat jetzt für jede Muskelgruppe ja einen Satz und das fühlt sich unglaublich stimulativ an und der ist unglaublich stimulativ, aber man bekommt jetzt nicht so einen unglaublich fetten Pump davon in der Muskelgruppe. Also ein bisschen schon, am Laufe des Trainings vergeht das wieder. Allerdings mache ich mir da null Sorgen, außer dass es sich nicht ganz so cool anfühlt, weil das habe ich auch in dem Video von JP gesehen, der hat gesagt, okay, hat nicht so einen krassen Pump, aber dafür macht man richtig, richtig kranken Fortschritt und das zählt doch dann doch irgendwie deutlich mehr, also zählt deutlich mehr, zumindest jetzt so nach meiner Sicht. Und den deutlichen krassen so einen Fortschritt macht man einfach, weil man sehr, sehr oft trainiert die Muskelgruppe und dementsprechend der Muskelgruppe sehr, sehr oft die Möglichkeit gibt zu wachsen. Das ist so die Idee dahinter. Da muss ich mal schauen. Auf jeden Fall war ein richtig cooles Training. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da bei dem Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar, das hilft immer sehr für Algorithmus und so weiter, wie auch immer. Und dann sieht man sich im nächsten Video.